Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute habe ich mir überlegt, dass ich alle Ü-Eier, die wir beim letzten Mal ausgepackt hatten, zusammenbaue. Das heißt, ich hatte ja 50 Eier, die ich zu meinem 500 Abonnenten-Special ausgepackt habe, auf der Suche nach Dori, die wir ja auch gefunden haben. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr das gerne anklicken. Ich hoffe, ich denke daran, das zu verlinken. Ich werde es hoffentlich verlinken. Und da waren natürlich nicht 50 mal irgendwelche schönen Figuren drin, sondern nur, wie viele hatte ich? Ich glaube sieben Figuren und der Rest war zum Zusammenbauen. Und ich hatte gesagt, ich werde alle Sachen zusammenbauen und die euch zeigen. Es gibt natürlich verschiedene Serien, die werde ich jetzt mal... Moment, ich muss mir erstmal hier kurz alles zur Seite schieben, weil sonst sieht man da überhaupt nichts und sieht man einfach nur ein riesen Chaos. Okay, jetzt sieht man immer noch. Naja, toll. Oh nein, jetzt habe ich schon was runtergeschmissen. Das war natürlich sehr schlau. So, naja, jetzt sieht man nur so an der Seite ein bisschen Chaos. Aber wir fangen mal direkt an. So, ich habe alle Beipackzettel auch noch behalten und zeige euch mal hier die ganzen Serien, die es gibt. So, das hier zum Beispiel ist eigentlich ein Armband. Habe ich jetzt herausgefunden. Man kann das aber auch abmachen, kann das dann wieder irgendwie zusammendrücken und dann kann man es schmeißen. Dann ist es halt wie so ein... Nee, das ist jetzt das Verkehrte gewesen. Schön, dass der gerade runtergeflogen ist. Der hier ist es, glaube ich. Genau. Hier, den kann man auf der einen Seite als Armband tragen, auf der anderen Seite kann man ihn abmachen. Dann hat man hier so eine... Ich würde mal sagen, es ist wie so ein Ball mit einer Fahne hinten dran, den man einfach schmeißen kann. Und wenn man keine Lust mehr hat, macht man das wieder zusammen, wieder als Armband und kann dann quasi wieder als Schmuck den... wegtragen. Davon habe ich mehrere, nämlich diesen hier, dann habe ich nochmal diesen hier. Können wir kurz gucken, wie viele gibt es denn eigentlich? Es gibt 4 Stück und ich habe sogar 3 davon. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht nochmal angucken, das wissen wir. Wo ist denn der dritte hier? Da, das ist der dritte, der grüne. Ich habe sogar echt verschiedene. Gar nicht mal so schlecht. Müsste man nur mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Ich kann es jetzt natürlich hier nicht durch die Gegend schmeißen, weil sieht man eh nicht. Ich habe hier einen zu kleinen Ausschnitt, deswegen bringt das natürlich nichts. So, dann dachte ich mir, ich zeige euch nochmal das hier. Wieder sowas in der Art wie eine Frisbee. Auf dem Bild sieht es gut aus. In echt. Naja, wie ein Ei. Keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. Okay, es fliegt, aber schlecht. Vielleicht ist es auch irgendwie verdreht, ich weiß es nicht genau. Nicht so begeistert davon, aber egal. So, hier noch was, was fliegt. Das ist das Flugzeug. Sieht ungefähr so aus. Da gibt es auch verschiedene. Wie viele gibt es? Sieht aus wie 4 verschiedene. Wir haben das Grüne hier mit der... Das da, würde ich mal schätzen, oder? Ja, war auf jeden Fall kompliziert zum Zusammenbauen. War echt ein bisschen so... Hier muss man auch noch kleben hier vorne. Und dann kann man es da unten irgendwie so abstellen. Ich schätze mal, es fliegt. Ich versuche mal kurz. Top. Nicht. Okay, hat super funktioniert. Naja, ich habe schon bessere Flugzeuge gesehen, aber okay. Ja, nächste Reihe. Was haben wir denn hier? Die hier fand ich ganz süß. So. Das sind irgendwie so Tierchen. Wie heißen die? Gar keinen Namen, das ist ja voll doof. So schauen die auf jeden Fall aus. Das sind so eine Tierkinder, würde ich jetzt mal sagen. Das, was sie hier hinten drum haben, sieht aus wie eine Pampers, ist aber eine Schleife. Da hinten guckt immer noch das kleine Schwänzchen raus. Da haben wir einmal den hier und einmal den Hasen. Der hier, auch wieder hier hinten mit dem kleinen Pommelschwanz, der da rausschaut. Ja, die beiden haben wir. Finde ich eigentlich, also die finde ich eigentlich ganz süß. Muss ich sagen. Die finde ich ganz süß. Ja. Jetzt kommen wir zu ein paar Autos. Das sind Wendeautos, würde ich mal sagen. Sprinti, auch von der Reihe Sprinti, aber die sind ein wenig anders. Das heißt, man kann hier zum Beispiel so machen. Hui, und dann, nee, so. Und dann ist er halt schwarz von der Seite. Ne? Dann fährt er auf der Seite in schwarz und auf der anderen Seite fährt er in schwuppsdiwupps blau. Fährt also auf beiden Seiten. No. Haben wir nämlich einmal in dieser Farbe und dann haben wir nochmal in grün bzw. gelb. So rum fährt er ja auch nochmal. No, es sind halt diese Wendeautos.
Ich weiß nicht, ich dachte vielleicht, dass sie auch irgendwie noch so einen kleinen Motor drin haben, aber da kam nichts. War ich ein bisschen enttäuscht. Wo wir schon mal gerade bei Sprintis bzw. Autos sind, das hier ist ja auch ein Sprinti. Und zwar die Landmaschinen. Was haben wir hier? Traktor, Mähmaschine, Bagger. Was war das letzte? Planierraupe oder sowas? Ja, diesen hier haben wir auf jeden Fall zweimal. Da ist er. Habe ich sogar beklebt. Wow. Da haben wir ihn. Und da haben wir ihn nochmal. Dann haben wir noch einen. Nämlich den Bagger. Ist eigentlich ganz cool. Da musste man auch noch irgendwelche Scheiben hier draufkleben an der Seite. Und man kann diese Baggerschaufel auch bewegen. Wer also Landwirtschaftsfahrzeuge mag, der wird sich wahrscheinlich über sowas hier freuen. Ich persönlich bin jetzt so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nicht so der Mega-Fan davon, aber schlimm ist es auch nicht. Wobei ich ja wirklich sagen muss, ich mag ja eigentlich Autos. Ups, das war aber der falsche hier, das war der falsche Zettel. Das ist der letzte, genau, das ist der Bagger. Der gehört dazu. Dann machen wir weiter mit den Sprintis. Das hier sind natürlich auch die Sprintis. Die haben aber hier hinten diesen... Upsa. Ja, ist das hinten? Spoiler? Weiß ich nicht. Den kann man auf jeden Fall so aufladen und dann... Tschüss! Dann ist er weg. Die finde ich eigentlich noch am besten von den ganzen Sprinti-Fahrzeugen. Dieser hier ist das. Dann haben wir den auch noch in... der Farbe, der ist eigentlich ganz cool. Der hat Augen drauf. Sieht man das hier? Das sind die Augen, die Fenster. Mit einem krassen Schwarz, Gelb, Orange. Funktioniert natürlich genauso wie der andere. Fährt auch von alleine. Was haben wir noch? So, das hier ist er. Und dann haben wir noch einen, nämlich in Weiß. Der auch mit Aufklebern drauf. Weiß und blaue Scheiben. Na. Funktioniert. Einmal dieser hier. Und ich glaube, das waren alle von der Serie, die ich hatte. Ja, also ich glaube, das waren sogar generell alle Sprintis. Das andere sind alles nur... das hier wäre noch am ehesten was in der Richtung. Roller, Fahrräder. Was gibt's noch? Skateboard. Genau, hier, die da. Da habe ich auch einige. Da habe ich auf jeden Fall einmal diesen hier. Das ist ja so ein Fingerroller. Da kann man den Finger reinstellen und kann hier so fahren. Da ist es ein bisschen unscharf. So. Quietsch, quietsch. Den haben wir leider gleich zweimal. Das ist genau der gleiche nochmal. Brauchen wir jetzt nicht nochmal zeigen. Dann haben wir das Fahrrad. Hier in Blau. Das mag ich komischerweise irgendwie, weil ich mag, wie das rollt. Ist das komisch? Ich weiß es nicht genau. Ich fahre ja auch selber gerne Fahrrad, aber ich mag irgendwie, wie das Fahrrad rollt. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Ja, es hat sogar noch einen Fahrradständer. Das heißt, wenn man dieses Fahrrad nicht benutzen will, kann man es hier auf den Fahrradständer stellen und kann weggehen. Und dann bleibt es trotzdem stehen. Schön, dass man es überhaupt nicht sieht, aber hier sieht man es, aber hier ist es leider unscharf. Naja, man sieht auf jeden Fall, dass es so stehen kann. Dann haben wir dieses Fahrrad noch in Grün. Da. Fährt auch wieder ganz, ganz cool, finde ich. Hat natürlich auch wieder einen Fahrradständer. Tut man immer hier in das kleine, auf die kürzere Seite, damit es hält. Und natürlich auch nochmal da die Bestätigung. Die Bestätigung, es ist wirklich ein Fahrrad, wow. Als ob man eine Bestätigung bräuchte. Und was haben wir noch? Nee, Moment, das war der verkehrte. Ich habe doch noch einen. Da. Den Roller haben wir nämlich nochmal in Grün. Das heißt nochmal ein Fingerroller. So. Die Roller finde ich irgendwie blöd. Keine Ahnung, warum ich die blöd finde, aber ich finde die Fahrräder besser. Wobei vielleicht Rollerfahren auch ganz cool ist, aber... Das heißt, wir haben 5 von diesen komischen Fahrradfahrzeugen. Roller, was auch immer was, Dingern. Straßenfahrzeuge, Quatsch, Bürgersteigfahrzeuge. So, wo wir jetzt gerade schon mit den Rollsachen hier dabei sind, haben wir noch einen. Ich glaube, das ist auch ein Sprinti. Ups. Oder? Ist das ein Sprinti? Ja, das ist auch ein Sprinti. Ja.
Den musste man auch bekleben. Und der sieht echt ganz cool aus. Den mag ich nämlich. Ich mag sowieso irgendwie so Spielzeugfahrzeuge in Schwarz. Finde ich eigentlich ganz cool. Hier beklebt. So schaut der aus. Und den muss man halt hier irgendwie reinspannen und dann raufdrücken und dann ist er weg. Das funktioniert sogar auch ganz gut. Ja, dann kann man es danach wieder hier rüber tun und dann zack, wieder so verstauen. Den haben wir. Ja, Fahrzeuge, ein paar haben wir noch, nämlich Motorräder. Einmal dieses hier. Man kann das irgendwie auch, wie sagt man das, aufladen, aber wenn man loslässt, dann kippt es halt um. Das ist natürlich ein bisschen blöd eigentlich. Da steht nur auf der Vorderseite hier so, dass man so quietschi-quietschi machen kann und dann geht vorne das Rad hoch, aber toll, wenn das Rad hochgeht und das Ding dann umkippt, das bringt ja auch nichts, ne? Und den haben wir auch nochmal in Gelb. Auch nochmal, hier hört man immer schon direkt diesen kleinen Motor. Oh, hat er jetzt gerade das gemacht, was er machen sollte? Ist gerade vorne hochgegangen, aus Versehen. So, das ist ja nochmal in Gelb. Geh mal zu deinen Sprinti-Freunden. Och, und dann haben wir jetzt Zickstifte. Zickstifte, sowas. Aber auch, die kann man hier vorne aufmachen. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Stift zeigen. Aber dieser Stift, der rollt und ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. So, man kann hier irgendwie so lang fahren und dann hat man einen Stiftroller. Und hier sieht man da, er malt grün. Ja, ein grüner Stift, der grün malt, ist natürlich hervorragend. Da haben wir den in grün, dann haben wir noch mal einen in orange, nämlich da, diesen hier. Der hat nur einen Reifen an der Seite, das heißt, den kann man dann so führen irgendwie. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht zeigen, oder? Muss ich nicht aufmachen, ne? Einfach nur ein Stift in orange, dann noch mal ein Stift in, was ist das? Rot, würde ich jetzt mal schätzen. Rot, pink, rot, rot. So, wieder mit zwei Reifen. Und dann noch mal einen mit einem Reifen, einen blauen. Das heißt, wir haben wirklich tatsächlich fast alle Farben. Ich weiß nicht, ob es Gelb auch noch gibt. Mal kurz gucken, gibt es Gelb? Das interessiert mich jetzt mal gerade. Nee, wir haben tatsächlich alle Farben. Unfassbar. Wir haben also diese Serie voll. Yay! Wir sind so gut. Ich weiß nicht. Mir erschließt sich der Sinn von diesen Reifen noch nicht. Aber okay. Vielleicht muss man das auch nicht verstehen. So, das hätten wir auch. Oh ja, das hier finde ich eigentlich ganz cool. Das sind so eine, wie heißt das? Einfach nur Mixart. So schauen die aus. Das sind Insekten, würde ich jetzt mal so sagen, Kleintiere. Da gibt es vier von und wir haben fast alle. Das hier ist die Spinne. Die Spinne ist ein Halter von Papier. So. Kann man das in den Mund reinstecken und dann hält er das fest wie eine Klammer. Also alle von diesen Sachen haben einen kleinen Sinn. Hier haben wir nämlich die Fliege zum Beispiel noch. Die Fliege schaut so aus. Und was hat sie? Die Fliege ist eine Lupe. Das heißt, wenn man hier durchschaut, sieht man es schon ein bisschen. Da kann man die Sachen vergrößern mit den Flügeln. Und den letzten, den ich habe, die Dings hier, die Raupe habe ich nicht, leider. Aber die Biene. Und die Biene ist natürlich eigentlich ganz cool, weil die nämlich ein Stempel ist. So musste man auch bekleben hier, die Flügelchen. Und die kann man hier so abmachen. Flop. Und dann sieht man da unten schon eine Blume. Jetzt versuchen wir mal. Ich habe das vorhin nicht ausprobiert. Kann ich das hier so? Oha. Da. Da habe ich geblümelt. Da habe ich gestempelt. Das war vielleicht ein bisschen zu doll aufgedrückt. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu wenig. So, wenn man normal aufdrückt, hat man... Lauter Krankenwagen. Hat man dieses hier. Eigentlich ganz gut. Ich finde den fast noch am besten. Wobei, wann stempelt man? Braucht man eigentlich auch nie, ne? Ja, das sind die von der... Von der Mixart Insektenreihe. Ich habe gleich keinen Platz mehr, das hier alles aufzustellen. Die nächste Reihe ist die, auch wieder Mixart. Was? Ich glaube, ach nee, da habe ich drei von, aber ich habe wieder drei verschiedene. Mal nicht schlecht. Das sind hier diese Tafeln, da kann man drauf malen. Da haben wir zum Beispiel den, das ist ein Löwe. So,
Der sieht erstmal so aus, dann kann man nämlich den Löwen hier abmachen und den als Stift benutzen, den Schwanz, und schreibt dann halt einfach irgendwas. Oder ich mal jetzt mal kurz, ich mal was, nee, warum geht das nicht? Achso, ich muss das hier, hier hinten gibt es so einen kleinen Knopf, den muss man wahrscheinlich umdrehen, umstellen auf. Ja, gut, so, achso, vielleicht auf nach oben, jetzt versuchen wir mal kurz. Ah, oh Gott. Jetzt habe ich mich total verzeichnet. Sieht man das? Ein eckiges Herz. Wunderschön. Weil es so wunderschön ist. Zack, machen wir es gleich wieder weg. Und dann per Zauberhand ist es verschwunden. So, dann können wir den wieder hier dran machen. Hier hinten so ranklicken. Und dann sieht das so aus, als sei das eine Sprechblase. Ne? Okay, hält nicht. Hier haben wir noch eine Schlange. Das ist so eine Schlange, oder? Eine Schlange, die kann man auch abmachen, kann dann auch mit dem Schwanz hier schreiben. Das ist immer gleichzeitig der Stift, finde ich eigentlich. Also die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Ich frage, ob man das wirklich auch benötigt, aber es ist schon ganz lustig eigentlich. Und als letztes haben wir noch den Elefanten. Auch hier wieder eine Sprechblase und mit dem Rüsselchen hier kann man schreiben. Ups, jetzt habe ich wieder nicht hingestellt. So, das ist der Elefant. Hier fehlt also auch nur einer. Und dann kommt die wieder Mixart, der Bauernhof, keine Ahnung, wie das heißt. Da habe ich, glaube ich, die Kuh oder so. Ich glaube, da habe ich tatsächlich schon alle gesehen. Hier habe ich nämlich wieder zwei. Da haben wir einmal das Schwein, das Huhn. Das Schaf habe ich auf jeden Fall und die Kuh habe ich, glaube ich, auch. Frag mich nicht, wo. Ich weiß es nicht, wo. Ja. Huhn, Schwein, und die kann man hier so runterdrücken und dann hüpfen die. Oh Gott, hoffentlich nicht in die Kamera. Ups. Ja, also, es funktioniert. Man kann es auch sonst als Fingerschmuck tragen oder so und dann weiß nicht, was damit machen. Fingerspiele oder so. Ups. So, die Reihe hätte ich, glaube ich, voll. Ach so, Momente mal. Hier ein Dino. Den finde ich voll cool. Gibt es verschiedene. Leider habe ich nur einen einzigen gekriegt. Natoons sind das. Und zwar, das weiß doch bestimmt jemand von euch. Wie heißt Triceratops? Horridus heißt der. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Da kann man, glaube ich, auch hier. Wenn man drückt, geht der Mund auf. Der gefällt mir echt ganz gut. Den mag ich. Leider nur einer davon, von dieser Reihe. Da hätte ich gerne tatsächlich mehr gehabt. Und dafür von einer ähnlichen Reihe, das sind wahrscheinlich auch Natoons, ne? Ja, Natoons, aber das sind eher so Zootiere, eventuell geschätzt. Und die haben alle, wenn man hier die Beine auf die Beine drückt, machen sie den Mund auf und dann kann man denen hier was in den Mund reinschieben. Der hat eine Honigwabe, das ist ein Bär. Da kann man halt theoretisch auch so ein Namensschild drauf machen und dann kann man halt, ja, oder weiß ich nicht, irgendwas anderes draufschreiben und dann sitzt der da so mit irgendwas, irgendeinem Zettel im Mund. Da haben wir einmal den Bären und einmal den Löwen. Das hier ist der Löwe. Der Löwe hat einen Knochen im Mund. Ich hätte ja gedacht, dass das ein Hund ist. Aber der hat auf jeden Fall einen Knochen im Mund. Und leider von denen auch nur zwei. Schade, die fand ich nämlich auch ganz süß. So, der guckt mal nach da. Von dieser Sorte hier habe ich auch schon welche gehabt. Das sind diese Fingerspielfiguren. Sieht man schon, was ist das hier? Die Eule, ne? Ja, da gibt es vier verschiedene und ich habe die Eule. Setzt man so auf den Finger und dann kann man damit spielen. Wie auch immer. Ich habe den Fuchs, glaube ich, oder ein Bär. Ich glaube, es ist ein Bär. Ich weiß es bis heute nicht, ob es ein Bär oder ein Fuchs war. Aber ich habe nur einen davon. Das heißt, ich kann mir jetzt keinen zweiten auf den Finger stopfen. Ach, das hier sind wieder Sachen, mit denen man irgendwie spielen kann. Die sind mir immer nicht ganz geheuer. So ein komischer Kreisel. Sieht so aus. Ungefähr. So. So. Und das macht man nämlich so, das habe ich irgendwann mal beim letzten Mal schon mitgekriegt. Irgendwie. So, genau.
hier unten rein und dann habe ich das hier nämlich schon mal durchgezogen. Vorne ist noch so ein kleiner Drache drauf. Halte ich das hier fest und dann... Und dann lässt man los, macht einfach so. Und er dreht sich. Schlecht, aber er dreht sich. Ich habe es auch nicht gut gemacht gerade. Ich habe nicht so viel Anlauf genommen. Von denen habe ich nur einen. Macht nichts. Dafür habe ich von diesen Dingern hier, diese komischen Fingerschießringe, vielleicht kennt das ja einer von euch. So sieht das hier auf dieser Seite aus. Gibt es verschiedene Tiere, die man losschießen kann. Spinne, was weiß ich, was das alles ist, Schmetterling, Marienkäfer, so irgendwie. So sieht das auf der Seite aus, wie ein bisschen wie ein Blatt. So, ne, sieht man ja hier. Und dann schiebt man den so weit rein. Und dann muss man nur... Moment, ich hab gleich... Bei mir passt das einfach nicht auf den Finger drauf. So. Okay, hat geklappt, jetzt ist er weg. Mist, er ist weg, ich komme nicht mehr dran. Okay, na egal. Der nächste ist auch so einer hier. Da schießt jetzt was anderes raus. Was ist das für einer? Der hier ist es. Der ist wahrscheinlich jetzt auch gleich weg. Okay, ist auch weg. Na, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Leider passt mir der Ring nicht, weil meine Finger zu dick sind. Ich bin einfach zu groß für sowas. Und jetzt kommt der letzte. Das ist eine Springmaus vielleicht. So sieht die aus. Und die tun so, als würden sie Springseil springen. Ich glaube da ja nicht dran, aber so irgendwie. Und dann, ich habe das beim letzten Mal schon gehabt, muss man das irgendwie so entgegengesetzt runterdrücken und loslassen. Und dann funktioniert es nicht. Okay, vielleicht andersrum, vielleicht so rum. So, und dann loslassen. Oh, 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 oh. Springt auf jeden Fall irgendwo hin. Also, es funktioniert schon, aber leider sehr unkoordiniert. Das funktioniert gar nicht. Ja, okay. Das war's mit den ganzen, wie viele auch immer das waren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Es hat mega lange gedauert, die aufzubauen. Deswegen hoffe ich, ihr hattet da ein bisschen Gefallen daran, weil sonst wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen, wenn ihr es sowieso doof fandet. Naja, also falls ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, von was auch immer hier noch alles so kommt, dann dürft ihr mich natürlich gerne abonnieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Ciao.